Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Never Winter. Ja, keine Ahnung, was das jetzt gerade für eine Einlage war, aber ja. Es scheint hier auch irgendwie Drachen zu geben. Ich muss mir mal eben meinen kleinen Zettel hier hinlegen, weil ich habe nämlich so einiges rausgefunden für alle, die es nicht wissen. Ich meine, I ist das Inventar. Das haben wir ja schon beim letzten Mal gesehen. Dann habe ich jetzt noch mal ein bisschen rumgewuselt bei mir und ich habe gesehen, wenn man C drückt, dann bekommt man den Charakterbogen. Da kann man dann allerhand Sachen einsehen, die man trägt und ja, ich bin noch nicht so ganz darauf gekommen. Ja, doch, wenn man drauf stehen bleibt, dann zeigt man auch, was die Werte dann dementsprechend sind. Man kann eine Geschichte hier eingeben, die zu dem jeweiligen Charakter passt. Man kann sich die Kräfte ansehen und da bin ich dann nämlich drauf gekommen, dass ich wohl im Kampf Q drücken muss und dann ein mächtiger Stoß durch die gegnerische Welle geht. Und das werde ich auf jeden Fall beim nächsten Kampf mal ausprobieren. Dann gibt es hier noch andere Sachen, die man angucken kann. Da habe ich aber jetzt noch nichts mit zu tun gehabt. Mit dem Segen der Gildenfestung. Also das sind wohl so PvP-Sachen, wo man dann hier reinkommt. Man kann sich irgendwas mit Gefährten angucken. Ich konnte es nicht so gut sehen, weil das Bild halt so schlecht war bei dem Stream. Aber man kann wohl, so wie ich das verstanden habe, einen Heiler neben sich laufen lassen. Ich weiß aber nicht, ob jede Klasse das machen kann. Bin ich mal gespannt, ob ich sowas auch noch bekomme. Und man kann natürlich auch Reittiere haben. Hier gibt es direkt schon mal einen Button dazu, ja, zu unserem Stall, zu unseren ganzen Reittieren, die wir natürlich nicht haben momentan. Muss man ja auch noch dazu sagen. Und ja, dann kann man hier entsprechend wohl irgendwelche Kampfkräfte, Ausrüstungskräfte und so weiter, ja, skillen oder so. Da weiß ich natürlich noch nicht so genau, wie das funktioniert. Mir kann auch leider keiner so genau was über das Spiel sagen, weil alle das Spiel zwar mal gespielt haben oder mal angetestet haben, aber keiner das Spiel richtig spielt. Was natürlich ein bisschen doof ist. Also für mich jetzt persönlich, um euch was zu zeigen. Ich habe noch die L-Taste gefunden. Da sind wohl irgendwelche News vorhanden, wenn man das Spiel gekauft hat oder irgendwelche Sachen kaufen möchte. Ja, kann man dann wohl hier reingehen. Ich meine, gut, Klassenänderungen. Ich habe ja keine Ahnung, wie die Klassen damals waren. Neue und aktualisierte Systeme genauso. Also da habe ich mich jetzt nicht umgeschaut. Dann gibt es noch die Map. Genau, die wollte ich euch noch zeigen. Wir sind jetzt hier und müssten quasi hier den Weg gehen und ich denke mal dann irgendwie später hier. Das heißt dann aber auch gleichzeitig, dass wir ein Lagerfeuer hier vorne haben müssten. Da muss ich auch gleich nochmal eben gucken. Dann kann man mit G noch die Gilde aufmachen. Ich habe natürlich jetzt keine Gilde, ich bin komplett neu drin. Und wahrscheinlich werde ich das Spiel jetzt auch nicht so lange spielen, dass ich da jetzt sagen kann, okay, das lohnt sich, da in eine Gilde reinzugehen. Aber hier sind auf jeden Fall verschiedene Sachen, die man anklicken könnte, wenn man jetzt in der Gilde wäre. Suchen möchte ich jetzt natürlich keine. Dann habe ich noch was gefunden. Und zwar, wenn man B drückt, kann man sozusagen das Bild, naja, freistellen in Anführungszeichen. Also das Interface wird ausgeblendet. Aber wenn man halt was anvisiert, dann ist es noch drin. Gut, das ist jetzt das kleinste Problem. Man kann sich ja ein bisschen drehen. Und wenn, ja, und unten rechts dieses Neverwinter, das geht halt nicht raus. Genau, das wollte ich noch sagen. Was mich jetzt ein bisschen irritiert, dass wir gar nicht mehr da sind, wo wir aufgehört haben. Das irritiert mich jetzt aber wirklich, weil es doch eigentlich nicht sein kann, dass ich kann mich hier heilen, aber ich habe anscheinend auch nichts zu heilen, was mich dann wieder auf die Frage bringt, wo Seid sind eigentlich vorsichtig! unsere Leben? Okay, also das Q bringt nicht allzu viel. Offensichtlich. Ich gehe mal hier erstmal weiter. Ich habe jetzt gedacht, ich könnte es mal ausprobieren, aber muss ich die jetzt erst kämpfen?
kann ich erst da durch, okay. Ja, ist seltsam. Achso, und die rechte Maustaste, damit kann ich wohl auch irgendwas bewirken. Ich weiß aber nicht genau was. Ah. Ich entziehe dem anscheinend Leben oder so. Das ist ja lustig. Warum? Ich wollte gerade sagen, warum laufe ich jetzt eigentlich so komisch? Nee, ich entziehe dem kein Leben. Das ist der Froststahl, genau. Froststrahl, Entschuldigung, da lebt noch einer. Mach den doch tot. Mensch. Ist doch nicht so schwer. Ja, keine Ahnung, warum ich das jetzt alles hier nochmal neu machen musste. Das weiß ich jetzt nicht, aber ich meine, ich muss ja hier hin. Ich muss nochmal mit dem sprechen? Wieso muss ich jetzt nochmal mit dem sprechen? Ah, gut, wir können hier jede Hilfe gebrauchen. Hör zu, wir bereiten einen Vorstoß auf die Brücke vor, um uns den Soldaten anzuschließen, die dort die Stellung halten. Ja, habe ich schon verstanden. Und dabei ist höchste Eile geboten, denn der Drachenlich könnte jederzeit zurückkehren. Ja, und dann bist du mit mir ins nächste Bild reingegangen. Also das ist ja alles gleich geblieben. Aber so schon seltsam. Die Zeit ist gekommen, dieses Ungetüm zu vernichten. Es ist schon seltsam, dass ich das jetzt alles nochmal neu spielen muss. Aber ich bin ja trotzdem weiterhin Level 3. Bitten, bevor er sich wieder erhebt. Schnell, folgt mir! Das haben wir ja eben gesehen, ne? Übrigens, das Quest-Tagebuch ist wie bei so vielen auf J. Also da kann man sich auch alles nochmal genau ansehen. Ich gucke gerade, aber speichern kann ich jetzt hier auch nicht. Das Komische ist ja, wenn man Escape drückt, kann man auch nicht speichern. Da das ja ein Online-MMO ist, gehe ich natürlich davon aus, dass alles in dem Moment gespeichert wird, wo ich rausgehe. Ja. Kann ich mich hier heilen? Kann ich nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, gerade für den Anfang ist der Magier doch sehr, sehr stark. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit den anderen Klassen ist. Alleine schon wegen diesem Froststrahl. Ja, ich kämpfe. Alles tutti palutti, oder wie sagt man das immer? Ach, ich drück die ganze Zeit auf 1, ich Trottel. Wir haben es fast geschafft. Ja, also tut mir leid, dass ich jetzt alles nochmal neu spielen muss. Ich verstehe es einfach nicht. Vielleicht, weil die Quest nicht abgeschlossen war, aber es kann ja eigentlich auch nicht sein. Hey, das war meiner. Wir wollen zur Stadt vorstoßen. Ihr habt bei der Abwehr der Untoten gute Arbeit geleistet. Ja, ich weiß. Haben wir schon alles besprochen. Während wir uns um die Verwundeten kümmern. Ja, mach das. Ich fürchte, dass es auf der Brücke schlimmer aussieht. Eure Hilfe wäre dort sicher sehr willkommen. Wir halten die Brücke, okay? Meldet euch bei Feldwebel Nox, sobald ihr die Brücke überquert habt. Ja, wir sind hier, und nun? Hallo? Okay. Sie stecken in Schwierigkeiten. Wir müssen ihnen helfen. Kein Thema, denke ich. Wer gehört denn jetzt hier zu den Bösen? Hallo? Das läuft jetzt so komisch.
bin nie aufgeladen, um das zu benutzen irgendwie. Was ist denn der andere jetzt hin? Der ist weg. Den habe ich runtergestoßen. Oh. Ach, der ist dann auch kaputt schon. Die halten ja gar nichts aus. Oder bin ich so mächtig? Ich dachte gerade, von hinten kommt einer. Oh, okay. Ich schätze, das ist jetzt der erste. Kann ich dich irgendwie heilen oder so? Ich glaube nicht, oder? Wenn ich jetzt wüsste, wie ich aussehe. Ich habe keine Ahnung, wie viel Leben ich habe. Okay. Es wird wohl unser erster... hallo, ich war gerade am Teleportieren. Geht's noch? Jetzt wieder aufgeladen oder wie? Hä? Ist das jetzt nach oben geflogen oder wie verstehe ich das jetzt hier? Zum Aufnehmen F drücken, okay. Das war schon. Ich dachte, das wird jetzt ein Bosskampf. Oh, ich glaube, das wird der Bosskampf. Verdammt. Ja, du hast doch ein Ziel. Also wenn das jetzt wirklich der Bosskampf war, ich weiß es nicht. Das war jetzt, wirklich gar nichts. Konnte ich hier nicht gerade? Ach, da hinten. Da konnte ich was nehmen. Okay. Also das wäre ein richtiger Lutscher als Boss. Also, sorry. Ich stehe tief in eurer Schuld. Ihr habt euch in diesem Kampf wirklich hervorragend geschlagen. Ja, ne? Wenn ihr bereit seid, sollten wir uns nun zur Protectors Enclave begeben. Kein Thema. Den habe ich doch mit links mal eben so in die Tasche gesteckt hier. Wohl erholt. Das ist schön. Muss ich mit dir sprechen? Wie ihr seht, ist die Schlacht noch nicht gewonnen. Ihr habt euch als überaus fähig erwiesen. Und ich will euch daher um eure Hilfe in einer dringenden Angelegenheit bitten. Mir wurde davon berichtet, dass es in den Gewölben unterhalb der Halle der Gerechtigkeit zu Kämpfen gekommen ist. Seherin Sybella hat dort unten Nachforschungen angestellt. Suna, Markus und ich müssen hierbleiben, um die Enklave zu verteidigen. Also fällt euch die Aufgabe zu, Sybellas Sicherheit zu gewährleisten. Ihr könnt euch bei Gefreiter Wilfred hier neben mir ein Pferd leihen. Und beeilt euch. Es gilt, keine Zeit zu verlieren. Kein Thema. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, wir kriegen hier ein Pferd. Moment, muss ich 7 drücken? Ah! Das ist aber noch eine blöde Taste. 7 drücken fürs Pferd. Aber okay. Okay, mein Pferd sieht... Naja. Wie soll ich das sagen? Etwas untot aus? Keine Ahnung, wie ich das sagen soll.
Also es sieht schon etwas seltsam aus, finde ich. Aber wir sind damit auf jeden Fall doch schon ein bisschen schneller. Einsammeln können wir hier nichts. Dann reiten wir jetzt einfach mal. Springen können wir auch mit dem Tier. Das ist gut. Aber ich verstehe trotzdem nicht, warum das Spiel jetzt nicht gespeichert hat beim Rausgehen. Das finde ich ein bisschen... bisschen seltsam. Aber okay. Also vorab möchte ich schon mal eins sagen. Ich finde es so alles in allem bisher gar nicht so schlecht. Es ist noch sehr ruckelig. Es ist, naja, es ist halt kein Vergleich zu Teso beispielsweise, weil ich muss immer alles mit Teso vergleichen. Und da schneidet nun mal leider nicht wirklich viel gut ab. Bin ich ganz ehrlich. Aber so als MMO finde ich es bisher gar nicht mal so schlecht. Die Magierin scheint auch ziemlich stark zu sein, zumindest jetzt am Anfang. Ich weiß natürlich nicht, wie sich das dann für später noch entwickelt. Ich hätte eigentlich auch noch mal Lust, Final Fantasy zu spielen. Ich kam da mit der Steuerung überhaupt nicht mehr nicht klar damals. Mal schauen, ob ich mich da auch noch mal hinbegebe. Von der Optik her muss ich ganz ehrlich sagen, naja, es gibt Schlimmeres, aber man könnte es auch besser machen. Wie man sieht. Ansonsten, ich finde es super, dass es ein kostenloses Reittier gibt. Ich hoffe, dass das ausgeliehen jetzt nicht nur ausgeliehen heißt, sondern dass ich das Tier auch wirklich behalten darf. Und was ich sehr, sehr gut finde, ist, dass immer wieder so Sequenzen zwischendurch kommen. Achso, muss ich hier zur Tür?